Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich freue mich, Sie im Namen des Zeitgeschichtlichen Forums hier heute begrüßen zu können. Nach Corona-bedingter Pause erfährt unser Veranstaltungsprogramm in diesem Monat quasi einen Neustart. Wir Mitarbeiter des Zeitgeschichtlichen Forums freuen uns sehr, nach so langer Zeit endlich einmal wieder, wenn auch unter eingeschränkten Bedingungen, wie Sie hier sehen, Publikum wieder live bei uns begrüßen zu können, zu hoffentlich noch vielen anregenden Gesprächen, Diskussionen, Filmen in unserem Haus. Der Neustart im Zeitgeschichtlichen Forum steht ganz im Zeichen des Einheitsjubiläums. Auch 3 Jahrzehnte nach der Wiedervereinigung ist das Bedürfnis nach Rückschau, Analyse oder auch der Frage nach Alternativen offensichtlich ungebrochen. Dem tragen auch wir Rechnung. So wird zum Beispiel, versuchen wir am 20. Oktober gemeinsam mit der Universität Bremen eine Bilanz des der Wirtschafts-, Währungs- und Sozialunion. Im November gibt es ein Symposium, das die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse in Ost und West in den Mittelpunkt rückt. So nachvollziehbar und berechtigt das Interesse am Zustand der inneren Einheit auch ist, so sehr freue ich mich, dass wir mit der heutigen Veranstaltung auch einmal die außenpolitische Dimension des Themas beleuchten. Denn die außenpolitische Herstellung der deutschen Einheit war bei weitem kein Selbstläufer. Es gab im Ausland, sowohl in Ost wie in West, erhebliche Vorbehalte gegen ein wiedervereinigtes Deutschland, die es zu überwinden galt. Augenzeuge und Mitgestalter dieses Prozesses in unterschiedlichen Funktionen waren die Gäste unseres heutigen Abends, James D. Bindenagel und Markus Meckel. Ich freue mich, Sie heute hier willkommen heißen zu können. Danke für Ihr Erscheinen und habe vermutlich wie Sie auch viele Fragen und hoffe Antworten auf, aus einer eigenen Perspektive auf die Irren und Wirrungen im außenpolitischen Einigungsprozess, aber auch bei der Sicht auf die aktuelle Rolle Deutschlands in der Welt und Europa. Haben sich die Befürchtungen oder positiven Erwartungen von damals erfüllt? Das Gespräch leiten wird Frau Professor Katrin Gersdorf. Sie ist Professorin an der Julius-Maximilians-Universität in Würzburg für Amerikanistik. Und mit dieser Veranstaltung holen wir sie quasi nach Hause. Denn sie hat in Leipzig in den 1980er Jahren Amerikanistik, Anglistik und Germanistik studiert. Sie hat auch hier promoviert und ihre ersten Schritte in der akademischen Lehre unternommen. Sie wird Ihnen die Protagonisten unseres heutigen Abends noch einmal ausführlich vorstellen. Ich möchte nur die Gelegenheit nutzen, um ihr für die Bereitschaft, hier die Moderation zu übernehmen, zu danken und auch Sie zum wiederholten Male hier im Haus willkommen zu heißen. Danken möchte ich natürlich auch den Partnern dieser Veranstaltung, zum einen dem amerikanischen Generalkonsulat hier in Leipzig und der Evangelischen Verlagsanstalt. Es war eine sehr angenehme Zusammenarbeit und wir hoffen, dass wir sie in Zukunft auch bei anderer Gelegenheit fortsetzen können. Gestatten Sie mir noch einen Hinweis. Diese Veranstaltung ist als Livestream und auch später im Internet abrufbar. Damit möchten wir den Besuchern, denen wir Corona-bedingt absagen mussten, die Möglichkeit geben, wenn nicht live, so doch im online dieser Veranstaltung zu folgen. Deshalb eine Bitte, wenn Sie sich an der anschließenden Diskussion mit einem eigenen Beitrag beteiligen möchten, dann gehen Sie bitte zu dem dort bereitstehenden Mikrofon und sprechen dort hinein und nehmen da zu Ihren Mund-Nasen-Schutz ab. Wir gehen davon aus, dass Sie dann auch damit einverstanden sind, dass wir Ihre Wortmeldung im
Netz verbreiten. Jetzt bleibt mir nur noch, auch Ihnen, liebes Publikum, dafür zu danken, dass Sie sich auf den Weg gemacht haben zu uns ins Haus und uns allen einen gleichermaßen anregenden wie aufschlussreichen Abend zu wünschen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und übergebe jetzt das Wort an Frau Professor Gersdorf. Dankeschön. Ja, auch von mir einen guten Abend an Sie. Auch guten Abend an die zugeschalteten Gäste in Houston, wie ich gehört habe. Houston wartet schon auf den Beginn des Programms. Ich darf damit beginnen, Ihnen die beiden Diskutanten, die Gesprächspartner vorzustellen. Der eine braucht vielleicht gar nicht so eine intensive Vorstellung. In einer Stadt wie Leipzig, Markus Meckel, war vieles in seinem Leben. Pfarrer, DDR-Oppositioneller, Mitbegründer der SDP DDR, Außenminister der ersten und letzten frei gewählten DDR-Regierung. Inzwischen ist er natürlich auch Buchautor geworden. Sein Buch hat er auch schon hingestellt, muss ich mein Exemplar nicht rausholen. Seine Memoiren, die für mich auch eine anregende Lektüre waren in Vorbereitung auf diesen Abend heute. Er war als Außenminister der letzten DDR-Regierung an den 2+4-Verhandlungen beteiligt oder auch nicht. Das ist ein Gegenstand, den wir vielleicht heute auch noch berühren werden, inwiefern tatsächlich die ostdeutsche Perspektive sehr stark natürlich geprägt durch die DDR-Erfahrung eingegangen ist in das, was da verhandelt worden ist. Von 1990 bis 2009 war er SPD-Bundestagsabgeordneter und vielleicht nicht ganz unwichtig für den Sprung in die heutige Zeit, er ist seit 2019 Vorsitzender der Deutsch-Belarussischen Gesellschaft e.V. Seine Schwerpunkte in der politischen Arbeit heute liegen vor allen Dingen, wenn ich das richtig gesehen habe, auf den Beziehungen zwischen Deutschland und Osteuropa. Heute Abend soll das um eine weitere Dimension erweitert werden, um einen weiteren Aspekt erweitert werden, nämlich die transatlantischen Beziehungen. Und damit komme ich zu unserem zweiten Gesprächspartner für den heutigen Abend, James D. Bindenagel. Sein Fokus ist in der Tat das deutsch-amerikanische Verhältnis. Und wir haben in dem Telefonat, das wir vor ungefähr einer Woche geführt haben, festgestellt, dass uns noch mehreres verbindet. Ich wohne im Moment in Würzburg auf einem Gebiet, auf dem er zwischen 1972 und 1974 als amerikanischer Soldat stationiert war. Die Truppen sind weg. Die Stadt Würzburg und die Universität Würzburg haben das Gebiet jetzt okkupiert und da auch ein schickes neues sind dabei, ein schickes neues Wohnviertel zu machen. Und wir haben auch festgestellt, interessanterweise, manche werden sich wundern, Heimat Leipzig, sie sechselt ja gar nicht. Ich bin geboren und aufgewachsen auf Rügen und auch da hat Herr Bindenagel Wurzeln. Also das deutsch-amerikanische Verhältnis interessiert ihn als Diplomaten, aber auch als Privatperson, würde ich mal vermuten. Ich darf Ihnen vielleicht noch einige weitere Stationen seines öffentlichen Lebens vermitteln. Von 1977 bis 1979 war er Konsul in Bremen. Das war Teil seiner Arbeit im diplomatischen Dienst der Vereinigten Staaten zwischen 1972 und 2002. Das Interessante, er war 1989-90 leitender Diplomat an der amerikanischen Botschaft bei der DDR, wie es hieß. Ja. Danach im US-amerikanischen Außenministerium, Europa-Experte, ab 1994 stellvertretender US-Botschafter in Bonn. Und seit 2014 ist der Henry Kissinger Professor für internationale Beziehungen und Völkerrechtsordnung an der Universität in Bonn. Er lehrt dort jetzt als Seniorprofessor. Sein Buch, auch das hat er Ihnen schon aufgestellt, Germany from Peace to Power, Can Germany Lead Europe Without Dominating,
ist in diesem Jahr erschienen, genauso wie das Erinnerungsbuch von Markus Meckel. Auch dieses Buch hat mir geholfen, mich auf diesen Abend heute ein wenig vorzubereiten. Ich baue darauf, dass beide Gesprächspartner, die sich auch privat schon längere Zeit kennen und diese Situation schon nicht das erste Mal durchleben, dass sie uns viel zu erzählen haben und ich mich als Moderatorin weitestgehend zurückziehen kann, denn sie sind ja wegen des Gesprächs heute hier. In der Ankündigung werden persönliche Einblicke in den Einigungsprozess versprochen. Und ich möchte damit beginnen, die beiden Herren zu fragen, können Sie sich noch daran erinnern, wann sich bei Ihnen, Herr Meckel, Amerika bzw. bei Ihnen, Herr Bindenagel, Deutschland das erste Mal zu einem Bild verdichtet hat? Und was war dieses Bild? Also was bedeutete für Sie, ab wann in Ihrem Leben Amerika, die USA, was bedeutete für Sie Deutschland? Fangen wir mit Herrn Meckel an. Also es fällt mir schwer, wenn man allgemein von Amerika redet, dann muss ich an meine Kindheit denken und natürlich an Indianer. Denn ich habe wahnsinnig gerne Indianerbücher gelesen. Und sowohl Karl May, den man in der DDR nicht kaufen konnte damals, als auch von Frau Welskopf-Hendrich. Ich weiß nicht, ob jemand die kennt, die eine tolle Professorin, die auch ethnologisch sich damit beschäftigt hat. Ich habe das dann auch später meinen Kindern vorgelesen und als die nicht mehr hören wollten, habe ich es alleine nochmal weitergelesen. So toll fand ich diese Bücher. Und damit war mir von Anfang an bewusst, das heutige Amerika gründet auf einem Genozid, mit dem sich sozusagen das Land selber nur im Laufe der Jahre sehr mangelhaft, inzwischen gibt es ja ein Indianermuseum, also auch alles nach 1990 und auch sehr spannend, vorher waren die Indianer im Naturkundemuseum behandelt, aber von daher sehr spannend, aber ich mache jetzt einen großen Sprung in das politische Amerika. Und da war es dann die Auseinandersetzung um die Fragen der Nachrüstung mit Ronald Reagan. Wir haben uns in der Zeit des Kalten Krieges damit sehr stark auseinandergesetzt. Ich bin 1980 nach Mecklenburg gekommen, habe dann dort ein evangelisches Pfarramt gehabt und wir haben uns intensiv dann in dem, was man heute so rückblickend Opposition nennt, also das heißt in diesem, mit dieser Frage der Sicherheitspolitik beschäftigt und waren der Überzeugung, ich bin übrigens bis heute der Überzeugung gegen die allgemeine Geschichtsschreibung, dass diese Nachrüstung mehr Unsicherheit als Sicherheit geschaffen hat, weil sie die Vorwarnzeiten für Mittelstreckenraketen verkürzt hat. Und wir haben alle riesiges Glück gehabt, dass das nicht passiert ist, sondern etwas anderes. Und das hatte nach meiner Überzeugung weniger mit den Mittelstreckenraketen zu tun, sondern mit Gorbatschow. Und um noch etwas zu sagen, aber da bin ich gespannt, was du dazu sagst. Ich habe vor anderthalb Jahren in Amerika eine Tagung gehabt, wo ich meine These zu dem Verhältnis, wann es gekippt ist, geäußert habe. Und das hat damit zu tun, dass ich glaube, dass Gorbatschow die große Überraschung war für Ronald Reagan, der... Ja, der war Neuplatoniker, der dachte nur an Schwarz-Weiß-Kategorien. Aber er war ein Mensch als Schauspieler. Und für ihn war der Chef aus dem Kreml der Teufel. Und als er den Teufel traf in Form eines Gorbatschow und dann einer so wunderbaren Raisa, merkte er plötzlich in der Kommunikation mit einem Gorbatschow, der die Weltthemen, die Herausforderungen zum Thema machte, dass das mit dem Schwarz-Weiß-Kategorien nicht klappt. Und zum Entsetzen seiner Entourage hat er sich durchgesetzt mit der Frage der Mittelstreckenraketen. Für mich war interessant, letztes Jahr in Amerika im Mai, als ich diese These vortrug, die meisten Amerikaner haben mir zugestimmt. Insofern mache ich noch mal einen Sprung weiter. Amerika war für mich immer faszinierend, sowohl von in den Anfängen, dann
auch mit dieser Veränderung der Sicherheitsstrukturen über 1989, 90 rede ich noch. Und danach, ich war das erste Mal in Amerika im März 1990 auf Einladung der Bundestagsfraktion. Wir haben gemeinsam diesen, da haben wir uns kennengelernt mit Hans Missewitz, haben wir diesen Besuch vorbereitet. Und damals habe ich wahnsinnig viel gelernt und ich war einerseits fasziniert von diesem Land und im März noch in Washington, ich habe alle wichtigen Leute, die Deutschlandpolitik und Europapolitik machten, kennengelernt, einschließlich Biden, dem heutigen Präsidentschaftskandidaten, mit dem habe ich damals gesprochen. Die feierten uns als Freiheitshelden. Das war dann anders, wenn man selber inhaltliche Vorstellungen vorbrachte, aber dazu kommen wir noch. Also insofern ein buntes Bild. Ich bin heute fasziniert von Amerika, trotz Trump, weil ich sage, die größten Kritiker der Dinge, die wir heute kritisieren oder die auch ich kritisiere, aber die größten Kritiker findet man immer noch in Amerika selbst und insofern ein Land voller Hoffnung. Danke. Herr Bindenagel. Ja, das ist auch für mich auch meine erste Blick in Deutschland, war auch von meiner Großmutter, weil meine Großmutter hatte auch eine Auszeichnung von meinem Urgroßvater von König Graetz immer noch in ihrem Haus. Ja, und hat dann auch erzählt von den Preußen, die gegen den Österreicher, und das war ein Kriegsacker, aber ausgewandert ist er dann nach Königreich, nach Amerika gewandt. Und das ist auch in der Familie, dann auch mein Vater war auch als Soldat im Zweiten Weltkrieg, er war auch in der 104. amerikanischen Infanterie, hat dann auch in Cherbourg gelandet und hat dann auch gekämpft bis Halle, der letzten Kampf, und auch mit den Sowjets, auch seine Einheit ist dann auch mit den Sowjets getroffen. Und dann, das war Hintergrund meiner Blick von Deutschland, Krieg, Militär, und dann war ich auch plötzlich selber nach der Bachelorarbeit eingezogen, weil es Vietnam-Kriegszeit war, und auch eingezogen in amerikanische Militär als Leutnant, und hatte dann auch eine Möglichkeit, stattdessen nach Vietnam zu fahren, sondern auch Würzburg zu fahren. Das war für mich auch keine Entscheidung. Und da saß ich dann auch in Würzburg in den Mark Heidenfeld Wald gegenüber von Meiningen und den NVA. Auf der anderen Seite haben wir dann auch so einen Blick von Westdeutschland nach Ostdeutschland. Und das war meine Idee, das ist auch wichtig zu sehen in diese Sicherheitsthemen. Und dann, das war Zeit von Willy Brandt. Willy Brandt hat dann auch Frieden als Thema und als man auch sitzt dann auch als Offizier im Militär und denkt dann auch an Krieg und Frieden. Und Frieden ist viel besser als Krieg, ohne Frage. Dann bin ich auch später in den Außendienst. Ich war auch in Studien, auch mit China, auch viel zu tun, mit Asien. Ich war auch orientiert dann. Aber nach meinem ersten Auftritt in den Außendienst war ich auch nach Bremen geschickt. Und als in Bremen habe ich auch gelernt, nicht nur, dass ich dann auch eine Verbindung zu Deutschland, sondern auch meine Frau. Meine Frau heißt dann Landfeld von ihrem schwedischen Großvater, aber hat dann auch einen Urgroßvater, der aus Bremen gekommen ist, aber auch Herr Platte, Hermann Theophilius Platte. Er war Konsul in Philadelphia gewesen, 1849. Plötzlich haben wir dann auch beide Seiten unserer Familie so eine Mischung von, was ist Deutschland und ist es anders ist. Und dann entwickelte es natürlich auch, Bremen war auch sehr interessant in der deutschen Geschichte, weil ich saß da im Oktober 1979 aus einer Gruppe, die hießen dann damals eine Bewegung, keine Partei, war auch in der Bürgerschaft gewählt worden. Das sind die Grünen. Das war Arthur Schily und Patrick Kelly, Freunde später, und auch ein in Bremen lebender Rudi Dutschke. So haben wir dann auch gesehen, was für ein Deutschland ist das? Das ist eine
eine Demokratiebewegung mit terroristischen Verbindungen. Ja? So Otto Schily, wie Sie wissen, ist dann auch ein Rechtsanwalt von der RAF gewesen und Rudi Dutschke war auch so ein Terrorist. Die Amerikaner haben gesagt, was für ein Westdeutschland ist das? Das ist wirklich eine unstabile Demokratie. Und dann war ich auch geholt wieder an State Department und musste dann für 3 Jahre lang ein Referat auch für deutsche Innenpolitik zuständig. Muss dann auch in diesem Kontext eine geistig-moralische Wende gesehen haben. Eine geistig-moralische Wende, das hieß dann auch, Helmut Kohl wollte dann auch die Regierung wieder an den CDU zu bringen, hatte dann auch mit der FDP und Genscher das gemacht, 1. Oktober 1982. Und da habe ich auch plötzlich gesehen, dass es auch eine andere Bewegung in Deutschland. Aber zur gleichen Zeit, wie Markus gerade gesagt hat, dann waren wir dann auch plötzlich mit Helmut Schmidt und seiner wirklich starke Position, dass wir dann nicht weg von Europa gehen aus Sicherheitsgründen. Wir sollten dann mindestens Mittelstreckenraketen stationieren in Westdeutschland gegenüber den SS-20 in den Osten. Und dann plötzlich war ich auch wieder in Deutschland vor 3 Jahren, auch mit unsere grünen Freunde und SPD und die anderen, die auf den Straßen waren, gegen diese Mittelstreckenraketen, ganz in der Mitte. Das ist eine faszinierende Frage. Und dann kam es auch zu den anderen Themen, das man auch später nur gesehen hat. Mitterrand hat dann Präsident oder Kanzler Kohl auch unterstützt. Präsident Mitterrand hat versprochen, eine Rede in den Bundestag um Unterstützung von Mittelstreckenraketen in Westdeutschland, amerikanische nuklearen Waffen in Westdeutschland zu stationieren, wenn Helmut Kohl die Währungsunion zugesagt hat. Okay, das war 1983, war kein Problem. Aber dann passiert es anders. Ich war auch kurz in Washington und dann auch in der DDR, als sie dann auch wirklich dann auch die ganze Welt geändert hat. Und dann kam auch mein Blick aus Deutschland von diesem Ereignis von 83 aus in 8/9. Dezember. Mitterrand hat Kohl daran erinnert, dass er dann für den Währungsunion, das sogenannte westdeutschen Atomwaffen, die D-Mark, unter Kontrolle zu bringen, oder Mitterrand wurde dann auch verlangsamen oder mindestens nicht voll in den Gang mit den Einheit Deutschland. So, da war ich auch mein Blick bis denn, was wir denn heute reden. Ich werde dann auch vielleicht später sagen, was aus diesem Ereignis für mich als Bewertung, und wir haben auch viele miterlebt in diese 89, was es für heute bedeutet, dass Deutschland, es war nicht wieder vereinigt. Deutsche war wieder vereinigt, aber es waren 2 Länder, die vereinigt waren. Und das ist auch ein ganz anderer Blick. Und es war keine Wende, was Egon Krenz versucht zu sagen, wie es geistig-moralische Wende von 1982 zurück zu der CDU war das damals, zurück von der SED zu PDS. Und Herr Merkel hat dann auch was damit zu tun gehabt, dass es auch keine SED mehr waren. Wir können auch später nehmen. Danke. Okay, vielen Dank. Ich möchte auf eine kleine Sache vielleicht zurückkommen, Herr Bindenagel. Sie haben erwähnt, dass Sie als Soldat sozusagen über die Grenze geguckt haben und auf der anderen Seite den NVA-Soldaten gesehen haben. Ja. Aber ansonsten, zumindest was ich jetzt gehört habe, war Ihr Deutschlandbild doch sehr stark westdeutsch geprägt. Sind Sie vor 1989, 90, als Sie dann in der US-Botschaft bei der DDR waren, schon mal in der DDR gewesen? Oder war das tatsächlich Ihre erste Erfahrung sozusagen kurz vor dem Ende dieses Landes mit dem Land und seinen Leuten? 2 kurze Bemerkungen. Erst, als ich in der Militär war, ich hatte dann auch nicht die Möglichkeit, in der DDR zu fahren. Das ist auch klar. Berlin, ja. West-Ost-Berlin öfter, aber nicht nach in der DDR zu fahren.
Aber als ich in Bremen war, meine Frau und ich haben dann auch unser Auto genommen nach Bukarest. Wir sind durch den Transitstrecke durch die DDR gefahren und auf dem Rückweg habe ich gesagt, wir müssen dann Dresden sehen. 1978 sind wir auf die Transitstrecke gefahren nach Dresden und haben dann auch den ganzen Nachmittag auch in Dresden, Dresdner Kirche, die Frauenkirche gesehen, den Balkon. Und wir haben wirklich einen sehr starken Eindruck, dass es immer noch für uns ein Blick in, wie es in der DDR 78 war. Wir haben auch von Leuten wirklich erstaunte Leute, wenn sie dann auch gehört, Englisch zu sprechen, und dann scheuten sie dann auch weg von uns. Wir haben Eis gekauft, wir haben dann wirklich, es war wirklich eine sehr tiefe Beeindruckung, dass wir dann auch später, 1988, als ich ernannt wurde, in der DDR zu fahren, 89, daran erinnert. Vielen Dank. Würden Sie sagen, das ist eine Frage auch an beide, dass Sie einen Unterschied machen, was das Bild des jeweils anderen Landes anbetrifft, ob Sie als Privatmensch darüber nachdenken oder auf das jeweils andere Land schauen und als politisch engagierter Mensch, als Politiker, als Diplomat, oder ist das eine Trennung, die Sie für unsinnig halten? Also für mich gibt es die nicht. Ich kann nicht auf ein Land blicken und das versuchen zu trennen. Das ist für mich sehr, sehr integriert. Das gilt für Amerika genauso wie für andere Länder. Zumal es ja auch wichtig ist bei einem Land, einmal ist die Geschichte wichtig, dann natürlich die gegenwärtigen Probleme, aber eben auch gewinnt man zu einem Land ganz andere Verhältnisse, eine ganz andere Beziehung, wenn man dort Menschen kennt. Und das finde ich absolut zentral. Es hat mich zum Beispiel, das ist jetzt ein Sprung in eine ganz andere Ebene, aber zum Beispiel wahnsinnig geärgert, Anfang dieses Jahrtausends war ich auf Kuba, damals als Abgeordneter noch. Und ich habe Außenpolitik gemacht, übrigens auch von wegen der transatlantischen Beziehungen, war ich 10 Jahre lang Leiter der deutschen Delegation bei der NATO, Parlamentarischen Versammlung, und habe mich dort sehr intensiv für die NATO-Mitgliedschaft der baltischen Staaten eingesetzt. Etwas, was mir viele Freunde übel genommen haben, aber darüber können wir extra reden. Ist noch ein anderes interessantes, wichtiges Thema. Aber wenn es um Kuba geht, dann habe ich dort ganz gezielt die ersten 2 Tage mit der Regierung gesprochen und die nächste Woche mit der Opposition, mit der demokratischen Opposition. Und ich habe mich wahnsinnig geärgert und dann immer versucht, Aktivitäten zu machen. Was kann man eigentlich mit den vielen deutschen Touristen machen, die in ein Land fahren, das eine Diktatur ist, in dem es sehr übel aussieht? Und die Leute fahren nur an die Strände und an die Hotels. Und das Land selber interessiert sie ein Scheiß. Also diese Art Trennung hat mich immer gestört, egal wo. Das war jetzt nur ein Beispiel, an dem es mich dann eben besonders geärgert hat. Ich muss dann auch sagen, ist klar, als Diplomat muss man auch mit Regierungen und offizielle Leute auch treffen können. Aber das Wichtigste ist natürlich auch, wie Markus gesagt hat, muss man auch mit Leuten kennen, um was tun. Das haben wir in Westdeutschland in den 3 Posten auch klar gemacht. Aber als wir in der DDR waren, erstens sind wir dann Christen, wir waren auch in einer katholischen Kirche in Pankow und haben dann auch eine Firmung gesehen, als wir dann auch einige Wochen da waren, und haben dann auch unsere Kinder, 7- und 9-jährigen Kinder, auch mit anderen Kindern gespielt und haben wir dann auch Leute kennengelernt. Und da haben wir, die waren auch etwas braver vielleicht, weil sie dann mutiger waren, weil sie in den Christen waren, haben dann mehr Mut. Und wir haben auch wirklich die auch gesehen, wir haben auch viel getan, aber es war unheimlich schwierig, auch Deutsche in der DDR auch kennenzulernen. Wir haben da eine Lösung natürlich, eine typische deutsche Lösung gefunden.
Wir haben einen Hund bekommen. Und wenn wir auf die Straßen mit unserer Schnauze, ist kein Problem. Wir haben dann Leute gesprochen über den Hund und dann mit uns. Und wirklich, wir können auch ein bisschen verstehen. Wir waren auch natürlich auch interessanterweise in Schloss Sanssouci. Die hatten damals ein Café da. Da saßen wir und unter den Deutschen in der DDR konnte man sehen, dass sie alle reden, aber konnte man nichts hören. Aber ein Ehepaar dann saßen dann an der Ecke und wir konnten alles hören. Die waren aus Westdeutschland und die anderen waren aus Großdeutschland. Kann man auch wirklich verstehen, was Menschen waren und das muss man auch Menschen. Aber gehe dann auf die Frage von Verständnis. Ich war auch im Frühling 1990 mit Bergmann Pohl in den Palast der Republik für eine Dizzy Gillespie Jazz Performance. War wirklich toll. Und Dizzy Gillespie hat dann auch seine Mannschaft vorgestellt und kam dann auch zu dem Flautist und sagte, und er kommt aus Kuba. Und dann hat er dann Dizzy Gillespie an den Deutschen in der Palast der Republik gesagt, und nächstes Jahr in Havana. Das heißt, natürlich, wo ich saß, sie haben eine Revolution gemacht und nächstes Jahr werden sie in Havana. Stille. Warum wollen wir denn nach Havana gehen? Das kann man auch verstehen, nur wenn man dann noch Leute kennt. Richtig. Ja, kommen wir vielleicht doch zu der wichtigen Phase. Sie haben es auch beide schon angedeutet, dass der Einigungsprozess selber natürlich auch Auswirkungen hat bis heute. Und wenn man sich diesen Einigungsprozess anschaut, dann würden sicherlich einige Menschen sagen, der ist bis heute nicht beendet. Aber ich will tatsächlich auf den politischen Einigungsprozess als erstes mal eingehen. Herr Meckel, Sie schreiben in Ihrem Memoirenband, dass sich Ihnen bei vor den 2+4 Verhandlungen der Eindruck aufdrängte, und ich zitiere, ihr könnt mitmachen, aber nichts ändern, eine eigene Rolle sollten wir nicht spielen, schreiben Sie da. Das hat mich ziemlich schockiert, muss ich sagen. Mir war natürlich schon klar, dass die 2+4 Verhandlungen ein gewisses Ungleichgewicht auf der Zweierseite hatten, was die beiden deutschen Staaten anbetrifft. Aber diese doch sehr desillusionierende Einschätzung hat mich dann doch überrascht. Das war Ihr Eindruck vor den 2+4 Verhandlungen. Hat dieser Eindruck sich dann während der 2+4 Verhandlungen bei Ihnen bestätigt, dass im Prinzip die letzte DDR-Regierung, ihre Vertreter, Sie waren einer von denjenigen, dass Sie eigentlich nur am Rande geduldet waren? Ja, was ich da geschrieben habe, habe ich im Rückblick geschrieben an der Stelle, als ich zurückblickte, und da kann man das schon im Grunde so sagen, wenn man sich die Verhandlungsabläufe anschaut, und die sind ja inzwischen ganz gut durchforscht und beschrieben, die Akten sind offen, man kann das sehen, und dann ist klar, dass nach dem Fall der Mauer, sozusagen Ende des Jahres 89, Anfang 90, es eine intensive Diskussion gab, wie man damit umgeht. Und Bush hat sehr schnell entschieden, dass er für die Vereinigung ist, dass er die Vereinigung unterstützt, mit dem klaren Votum, ja, man muss sagen, mit der klaren Bedingung. Deutschland, das geeinte Deutschland, hat Mitglied der NATO zu sein. Das war natürlich die eigene Machtprojektion, das war ganz klar. Die NATO spielte eine zentrale Rolle im transatlantischen Verhältnis. Es war klar, in der Zukunft wird das ebenso sein. Was mit dem Osten wird, ist alles ziemlich offen. Aber nur mit Deutschland macht die NATO so Sinn. Und insofern war es klar, wenn die Amerikaner auch im künftigen Europa eine sicherheitspolitische Rolle spielen wollen, brauchen sie die NATO und dafür das geeinte Deutschland. Also das war jetzt, glaube ich, eine ziemlich klare, schnelle Entscheidung, die auch Helmut Kohl völlig teilte. In dieser Frage war Hans-Dietrich Genscher offener. Er dachte in offenen Prozessen.
Das ändert, also ab Februar, März war dann auch dort alles klar innerhalb der Bundesregierung. Aber das heißt, in den Wochen schon vor der Wahl in der DDR gab es einen intensiven Kommunikationsprozess, der führte Mitte Februar zur Entscheidung, die ich auch nachträglich für sehr sinnvoll halte, diese 2+4 Gespräche zu machen. Das heißt eben nicht einen Friedensvertrag mit den mehr als 50 Kriegsgegnern, die Deutschland im Zweiten Weltkrieg hatte. Auch das musste erst durchgesetzt werden. Damals in Ottawa bei so einer Abrüstungs-sicherheitspolitischen Konferenz in Kanada. Aber das waren so die Grundentscheidungen. Dann gab es schon die Frage, wie ist die Beteiligung? Also die Niederländer wollten beteiligt werden und andere auch. Und da gab es ein klares Nein. Und dann begann man, nachdem in zentralen Fragen man sich schon auf westlicherseits geeinigt hatte, begann man die sogenannten Beamtengespräche schon vor der freien Wahl in der DDR. Als ich Genscher dann später, also nach der Wahl, als ich Außenminister war, darauf ansprach, versuchte er das runterzuspielen und zu sagen, na, da ging es ja nur um technische Fragen. Aber so blöd konnte er mich selbst damals nicht, obwohl ich ja meine Außenministerzeit gewissermaßen meine Lehrlingszeit als Politiker war. Aber so doof musste man mich nicht verkaufen, weil natürlich klar ist, bis hin zur Tagesordnung und alle protokollarischen Fragen sind hochpolitische Fragen. Und was behandelt werden soll und was nicht, lag alles schon fest, bevor die DDR überhaupt eine demokratische Regierung hatte. Deshalb sagte ich vorhin, als ich im März meinen ersten Besuch machte und ja noch nichts Eigenes Inhaltliches sagte, waren wir die Freiheitskämpfer, die auch sozusagen wie in Mitteleuropa für die Freiheit standen. Als man dann den Mund aufmachte und sagte, dass man auch eigene Vorstellungen einbringen möchte, dann änderte sich das schnell. Und hier will ich einfach mal 2, 3 Beispiele nennen, die mir zentral waren für diese Frage. Das eine war, was ich bis heute für zentral halte und wo ich in klaren Dissens zur Bundesregierung war, wobei die in sich gespalten war, aber Kohl hatte den Vorrang, das war die Frage der deutsch-polnischen Grenze. Wir traten dafür ein, dass schnell und bedingungslos die polnische Westgrenze anerkannt werden müsste und behaupteten, dass gerade dies dem vereinten Deutschland künftig Vertrauen schafft, dass wir die Folgen des Zweiten Weltkriegs anerkennen. Helmut Kohl wusste natürlich auch, dass er irgendwann die Grenze anerkennen wollte, aber für Helmut Kohl war völlig klar, die Einheit ist das eine und kurz danach kommt die Bundestagswahl. Und da wollte er die Stimmen des Bundes, der Vertriebenen und der Vertriebenen nicht verlieren. Und da war ihm die Frage der Grenze erstmal völlig schnurz. Er ist zwar ein großer Europäer, aber war immer ein größerer, noch größerer Wahlkämpfer. Und das war etwas, wo ich bis heute eine richtige Wut habe, wenn ich auf die Zeit damals sehe, wie auch ein Tadeusz Mazowiecki, der nun wirklich für das deutsch-polnische Verhältnis, für die deutsch-polnische Versöhnung eine immense Bedeutung hatte, der dann im Herbst 1990 so unter Druck stand, übrigens von Wałęsa, der gegen ihn als Präsident kandidiert hatte, und wo wir Deutschen dann ja schon nach der Vereinigung auch Polen die nötige Solidarität und den Dank verweigert haben. Also diese Geschichte mit der deutsch-polnischen Grenze ist übrigens eine Geschichte, wo ich sage, da konnte ich einen auch in diesen Verhandlungen etwas einbringen und da haben wir was versucht. Das war eine zentrale Botschaft, da waren wir nicht nichts. Die zweite Ebene ist die Frage der Abrüstung. Auch da behaupte ich, gibt es ein paar Dinge, insbesondere die einseitige Reduzierung der deutschen Truppen, wo ich Vorschläge gemacht hatte in Berlin, die dann letztlich in der ähnlicher Weise auch umgesetzt wurden. Nicht, weil ich sie gemacht habe, sondern weil sie offensichtlich vernünftig waren. Ich habe andererseits als jemand, der wirklich Gegner von Atomwaffen war, hatte ich die Absicht, und das sage ich nachträglich, das war wahnwitzig,
versucht, die Fragen der Vereinigung zu sagen, versuchen wir doch zumindest, dass wenigstens Deutschland nicht nur keine Atomwaffen besitzt, sondern auch keine Atomwaffen stationiert werden sollen. Und das war natürlich überhaupt nicht durchsetzbar und schon gar nicht in der Zeit. Und die Fragen der Strategieveränderung der NATO war ein weiteres Thema. Man muss sich ja wissen, noch 1989 versucht die NATO, die atomaren Kurzstreckenwaffen zu modernisieren. Völlig absurd und die reichten nicht weiter als in die DDR. Und haben gesagt, Leute, also mit so einer NATO nicht, wenn NATO, dann aber ganz anders. Also das waren die Streitfragen. Heute, das habe ich dann ja auch geschrieben, sehe ich das sehr differenziert. An manchen Stellen habe ich Forderungen gehabt, die einfach unrealistisch waren. An anderen habe ich Forderungen gehabt, die dann aber letztlich erfüllt wurden, wenn auch nicht auf dem Weg, wie ich es gedacht habe. Insgesamt meine These, 2+4 ist der beste Vertrag zur deutschen Einheit, der auch für die Zukunft eine immense Bedeutung hat. Und darüber können wir dann ja noch reden. Für mich war eine zentrale Frage, und die ist ja bis heute aktuell, wie kann Sicherheit in Europa organisiert werden, und zwar Gesamteuropa unter Einbeziehung damals der Sowjetunion. Und damit sind wir bei heute sehr aktuellen Fragen. Und manche Frage, die ich damals vielleicht mit einem falschen, ja, mit einem falschen Konzept verbunden habe, taucht oder war dann kontinuierlich wichtig. Und die Frage, wie der Osten Europas in eine Sicherheitsstrategie einbezogen werden kann, brennt uns bis heute auf den Nägeln. Möchten Sie da Ja, natürlich. Wir haben ähnlich, aber andere Narrative aus dieser Zeit. Ich würde erstens sagen, man sollte dann auch die Friedliche Revolution von den 2+4 trennen, weil ja, denken, ja. Erstens in der Friedliche Revolution drei wichtige Lehre, was ich dann auch ziehe, dann auch für heute. Erstens ist es auch hier in Leipzig als Beispiel, der 9. Oktober, als die chinesische Lösung auch angefangen sollte, dann auch ist nicht, aber die 70.000 Leute auf die Straße und Kurt Masur und Herr Mayer entschieden dann auch keine Gewalt zu machen, ist da auch zeigt das wichtigste. Erster Punkt ist es dann auch, was Thucydides, so der Philosoph vor 2000 Jahren im Peloponnesischen Krieg gesagt hat, das Geheimnis von Freiheit ist Mut. Das wird gezeigt hier in Leipzig und anderswo in Deutschland. Zweiter Punkt ist, was wir dann auch aus unserer amerikanischen Politik gemacht haben, von Woodrow Wilson im Ersten Weltkrieg, Selbstbestimmung ist das wichtigste Prinzip von Regierung. Ja? Wem gehört die Regierung? Das gehört dann auch dem Wirtschaftsvolk. Ja? Und die haben auch am 9. November, als Schabowski seine komische Pressekonferenz hatte, dann auch die Leute sind auf die Straßen gegangen und haben dann auch Selbstregierung genommen. Selbstbestimmung ist dann auch der Punkt aus diesem 9. November. Das dritte ist noch ein wichtiges historisches Ereignis. Wir haben auch einen Professor Philip Bobbitt in Amerika, hat dann auch über den langen Krieg 20. Jahrhundert, erstens gegen den Imperialisten, Ersten Weltkrieg, und dann Faschisten, den Nationalsozialisten und dann auch die sowjetischen Kommunisten. Wozu waren wir dann auch alle diese Kriege? Wir waren auch für parlamentarische Demokratie. Das haben sie dann auch geschaffen mit freien, fairen Wahlen am 18. März, was sie gemacht haben. Das ist dann auch vollendet einer Jahrhundert der Bewegung. Das sind die drei Punkte von der Friedlichen Revolution. Dann geht man, okay, das ist dann auch ein Beitrag von der DDR in diese Diskussion. Und dann hat dann ein 2 von der 2+4 gemeinsam gearbeitet. Das andere war schwieriger. Die 2+4 Fragen kamen dann auf den Siegermächte vom Zweiten Weltkrieg, hat bis zum letzten Endes, auch nach der Einheit, aber suspendiert am 3. Oktober, Rechte für Berlin und Deutschland als Ganzes. Was heißt das Ganzes? Die sind die Grenzen von vor dem Krieg, ja. Und das heißt dann Polen, was sie dann auch hier mit den Grenzen von Polen und auch nicht nur Polen, auch Königsberg oder Kaliningrad, was heute in diese 2+4 Verhandlungen war, zwei wichtige Themen. Erstens, was wird dann dieses Vereinigtes Deutschland?
drei Teile: Berlin, Westdeutschland und Ostdeutschland. Anderen Teil von Deutschland, was die Siegermächte noch Vollmacht hatten, die mussten dann aufgeben, haben sie dann auch weggenommen. Erst in Polen und dann auch leider in, Kaliningrad, weil das war, hatte Kohl abgesagt. Er wollte dann keinen Anspruch. Dann konnte er dann auch die Grenze auch entscheiden. Bis dann war das auch in den Händen der vier Mächte, ja. Und er ist richtig mit den Ex-Berlis und dann, er wollte dann auch Innenpolitik zu machen. Das sind die erste Teil von diesen 2+4, die sehr wichtig waren. Der andere ist, was Herr Merkel auch gesagt hat, das ist die Sicherheitsthema. Secretary Baker ist in West-Berlin am 12. Dezember und hat eine Rede von unser Prinzip, das heißt amerikanisch, Bushes Prinzipien, vier Punkte. Erstens, wichtige Punkte war Selbstbestimmung, muss da sein. Es muss dann auch von den Deutschen selber gemacht, nicht von anderen Außenseiter. Und zweitens, wir haben auch gesagt, um die Sicherheit für Europa, Deutschland muss dann auch in der NATO bleiben. Und in diesen Verhandlungen haben wir dann auch der anderen Seite, was wir dann auch gesprochen haben, auch ein KSZE oder OSZE später, ein pan-europäische Sicherheitsthema, das haben wir abgelehnt, weil es kein Markt war. Man konnte dann auch die Sicherheit nicht garantieren. In diese Debatten, natürlich hat dann Gorbatschow das wichtigste Wort, weil er dann auch diese fast 400.000 Truppen noch in der DDR hatten und dann musste er dann auch entscheiden, was er dann damit machen. Er hat dann auch zugesagt, dass Länder, souveräne Länder, könnte auch ihre eigene Sicherheitsfragen selber entscheiden. Das war auch eine sehr wichtige Thema. Nicht nur vorher im Februar entschieden, das war im Mai, als Gorbatschow Bush in Washington besuchte. Ende Mai. Ende Mai. Und Bush hat nochmal Gorbatschow gefragt, zu bestätigen, dass dann auch die Deutschen könnte auch selber entscheiden, ob sie dann in der NATO sein sollte. Und er hat dann, das war eigentlich sehr, sehr interessant, er hat gesagt, ja. Und dann hat entweder Zöllig oder Scowcroft eine Notiz an Präsident Bush gegeben und sagte, frag ihm nochmal. Und hat dann Präsident Bush ihm nochmal gefragt und Gorbatschow hat verstanden, was er dann auch gesagt hat und hat dann Shevardnadze, das sollte dann auch von den Außenminister entschieden. Und Shevardnadze hat gesagt, nein, Mr. President, es ist eine Entscheidung von dem Präsident. Und Gorbatschow hat dann auch Bush bestätigt, was er dann auch früher gesagt hat, Deutschland könnte auch selber entscheiden, ob sie dann in der NATO bleiben oder nicht. Und da ist dann auch im Mai, weiter in den letzten 2+4, was wir am 22. Juni in Niederschönhausen gemacht haben, das war auch das wichtigste Thema für die Amerikaner und dann auch die vier Mächte. Müssen wir dann auch den Mitterrand und Thatcher mitbringen, weil die dann auch dagegen waren oder verlangsamen wurden und so weiter. Aber das sind die 2+4 Entscheidungen, das wichtig waren. Erstens, es ist ermöglicht durch diese Revolution, was sie gemacht haben. Und zweitens müssen dann auch die vier Siegermächte und den zwei Deutschen übereinstimmen, dass Deutschland wurde dann auch aus drei Teilen der alten Deutschland und die anderen gehören dann auch in Polen oder jetzt in Russland. Die Frage auch für heute, was ich dann auch sage, das ist schade, wenn ich dann auch Kaliningrad sage, was wir dann auch mit dem Baltikum gemacht haben, sind Litauen und die anderen Staaten sind in der NATO, aber Zugang für Russland nach Kaliningrad ist durch NATO. Wir haben noch einen Korridor durch Litauen. Und das ist auch eine Auskunft von dieser Debatte, dass immer noch eine sehr unsichere Sicherheitsproblem wird für uns. Ich wollte direkt nochmal auf zwei Punkte eingehen. Das letzte ist ja nochmal sehr komplex für die Gegenwart, aber wenn es um die Frage
des Abzugs der Truppen ging. Ich habe ihn im Laufe des Juni war einfach die Frage, da war ich schon der Überzeugung, wir werden zustimmen der NATO-Mitgliedschaft. Ich hoffte, dass man sagte, das wird ein Übergang sein, um dann künftig gemeinsame gesamteuropäische Strukturen zu schaffen. So war damals die Vorstellung. Und aber durchaus die Zustimmung zur NATO. Aber die NATO muss sich ändern in ihren Strategien. Das war mein Denken. Und es war dann so, dass ich sagte, man muss aber irgendwas finden, womit man der Sowjetunion auch symbolisch es leicht macht. Also das muss, die muss ja irgendwie zustimmen. Ohne diese Zustimmung geht es nicht. Und das war ja ständig die Frage, was kann man tun, um sie zu gewinnen. Und dann machte ich in Berlin am 22. Juni den Vorschlag und sagte, an einem Punkt sollten alle vier gleich behandelt werden, alle vier Alliierten. Weil sonst ja klar war, mit der NATO-Mitgliedschaft bleiben die amerikanischen, die britischen und französischen Truppen im Westen Deutschlands bleiben stehen und die Sowjets ziehen ab. Und das nach dem Mythos, der bis heute gilt, der große Vaterländische Krieg. Das heißt, Gorbatschow gibt den Sieg über das faschistische Deutschland aus den Händen. Das ist sozusagen das Bild, das bis heute in Russland immer wieder noch auch präsent ist. Und insofern hatte ich die Idee und machte den Vorschlag, dann lasst uns zumindest symbolisch deutlich machen, alle Alliierten, Sommer 90, ziehen aus Berlin ab. Also Sie können sich gar nicht vorstellen, wie welcher Sturm von Entrüstung sich auf mich niederschlug. Und selbst der damalige regierende Bürgermeister Momper kam zu mir und sagte dann, und wer schützt uns Berliner? Sommer 90. Und dann sagte ich zu ihm, du, in wenigen Wochen sind wir in einem geeinten Deutschland. Ich frage dich, wer schützt denn die Leipziger, Rostocker und Dresdner? Überall sind sowjetische Truppen drumherum. Du glaubst doch nicht, dass man sich vor denen schützen muss. Wir sind in einer anderen, ganz anderen Zeit. Das heißt, auch schon diese Logik war so völlig abstrus. Man hat es nicht gemacht. Wenige Jahre später ist es ja passiert. Die ganzen, heute ist kein Soldat mehr da. Und also das heißt, schon diese Denke war ausgesprochen kompliziert. Im zweiten Punkt zum Thema Abzug. Es war dann ja klar, im Kaukasus wurde da, als diese Zustimmung dann gegeben wurde, haben die Sowjets und Kohl vereinbart, dass dann natürlich auch die sowjetischen Truppen abgezogen werden. Da ging es dann um die Frage, in welchem Zeitraum und so weiter. Und da hat man dann verabredet, so sagen es jedenfalls die Dokumente, dass man sagte, ja, das sollte ein Abzugsvertrag gemacht werden, so hieß es im Kaukasus, zwischen der Bundesrepublik in Absprache mit der DDR und der Abzug. Als wir dann wenige Tage später im Rahmen wiederum der 2+4-Verhandlungen auf der Staatssekretärsebene Gespräche in Bonn stattfanden und dann die Frage war, wie fängt man jetzt diese Organisation an? Wir hatten uns im Außenministerium, weil ich der zuständige Minister dafür war, war ja nicht der Verteidigungsminister, wir hatten schon vorher überlegt, was man tun müsste, um diesen Abzug zu bewerkstelligen. Also nicht nur diesen, sondern überhaupt hatte es ja schon begonnen, auch entsprechende Rückzüge zu geben. Und dann hieß es plötzlich, nein, das machen wir allein. Das heißt, und das kurz danach kriegten wir dann auch aus dem Kanzleramt über die SPD vermittelt ein Papier in die Hand, wo das Kanzleramt verweigerte, dass die DDR-Regierung mitverhandelt über den Rückzug der sowjetischen Truppen aus dem Gebiet der DDR. Das war unsere Zuständigkeit. Also ich muss sagen, wir waren entsetzt über diese Ignoranz und Arroganz, dass wir diesen Vertrag nicht mit aushandeln sollten. Das ist das eine, was jetzt wirklich dann ja, schlichtweg arrogant war. Und das zweite ist dann, dass eine Folge davon war, dass dieser Vertrag, ich habe im Buch geschrieben und das war öfter in Reden schon gesagt, dass der schlechteste Vertrag, den Genscher jemals unterschrieben hat. Denn der ging von, weil die keine Ahnung hatten,
Da ging einfach davon aus, dass man sagt, okay, die Immobilien, wo die sowjetischen Truppen sind, die werden dann bemessen. Schon danach begann ein großer Streit, wie sie denn bemessen werden, weil die Sowjets sagten, da haben wir so und so viel investiert, da wollen wir Milliarden dafür haben. Jeder, der mit Marktwirtschaft zu tun hat, guckt die Immobilie an, sieht, wie sie aussieht, was muss ich investieren, um überhaupt was zu machen. Die sagt, der Westen sagte, die ist unter Null wert, die musste fast verkaufen, damit sie ordentlich gemacht werden kann. Die wollten Milliarden. Das wurden natürlich immer politische Preise, aber der Vertrag lief, die Immobilienwert minus, es werden abgezogen von dem Immobilienwert, die ökologischen Schäden. So sollte es gerechnet werden. Das war natürlich die Aufforderung gewissermaßen an die sowjetischen Truppen, alle ökologischen Schäden zu verstecken. Denn wer will denn dafür bezahlen? Also werden sie versteckt, was nicht gefunden wird, wird nicht bilanziert und wird nicht gemacht. Das hat man 2 Jahre später geändert, aber 2 Jahre verloren, um alle diese ökologischen Schäden dann nicht mehr zu berechnen. Später wurden es politische Preise. Ein eklatanter Fehler. Und wenn wir im letzten Jahr erlebt haben, dass bei Waldbränden in großen Teilen Deutschlands, im Osten Deutschlands, man auf manche Gebiete nicht konnte, weil da noch die Munition liegt, hat das mit diesem schlechten Vertrag zu tun. Ist nur ein Beispiel, aber wie ich finde, doch ein ziemlich eklatantes. Ja, ich möchte da vielleicht doch noch mal ganz kurz selber auch was einflechten in eine Sache, die mir bei der Lektüre Ihres Buches, Herr Meckel, auch gerade was diese Passagen und diese Geschichte anbetrifft, durch den Kopf gegangen ist und auch jetzt in dem, was Sie gesagt haben. Zum einen, das bringt uns dann auch vielleicht schon ein bisschen zu der Frage der, sagen wir mal, kulturellen und sozialen Einheit hin. Das ist ja, man könnte ja sagen, gleichsam ein literarischer Vorschlag von Ihnen gewesen, wenigstens symbolisch alle Truppen aus Berlin abzuziehen. Ja. Das ist das eine. Das andere, mein Eindruck war, nach Ihren Schilderungen, die sehr, sehr verhalten und auch in gewisser Weise sehr diplomatisch waren, dass letzten Endes das große Glück im Prinzip der anderen Alliierten und des sich vereinenden Deutschland es war, dass die Sowjetunion in ökonomischen Schwierigkeiten war und die Russen einfach das Geld brauchten, das gekommen ist. Das ist also sozusagen ein Motiv, das mitschwingt in Ihrer Erzählung, in dem Buch. Und ich denke, das zeigt auch nochmal, wie tatsächlich Ökonomie und Kultur auch verquickt sind. Und ich glaube, so ein bisschen reflektiert das auch die Art und Weise, wie mit der DDR in dem Einheitsprozess umgegangen ist. Die Ökonomie hat uns im Grunde genommen nicht stark genug gemacht, sozusagen auch auf die Erfahrungen mit einzubringen, die Kultur, die Alltagskulturerfahrungen mit einzubringen, die da sind. Ich möchte vielleicht hier mal einen kurzen Auszug lesen aus einem anderen Text, der auch in diesem Jahr erschienen ist. Vielleicht kennen ihn einige von Ihnen sogar. Thomas Oberender, der hat ein Buch geschrieben, Empowerment Ost. Und da heißt es, die DDR hat nicht nur repressive Strukturen hervorgebracht, sondern auch einen pragmatischen und unkonventionellen Stil für Problemlösungen. Dieser Stil förderte das Bewusstsein für den Wert der eigenen Person, unabhängig von Geschlecht und hierarchischer Position, und Sinn für Eigenverantwortlichkeit, Ambiguitäten und die Gefahr, die von ideologischen Hardlinern ausging. Ende des Zitats. Das hat natürlich jetzt nicht unmittelbar mit dem zu tun, was Sie jetzt gerade geschildert haben, aber das bringt uns vielleicht auch so ein bisschen auf die Frage, und vielleicht können Sie da auch Ihren Kommentar einflechten, auf die Frage, welche Auswirkungen hatte denn dieser von Ihnen jetzt, von Ihnen beiden aus Zeitgründen natürlich auch skizzenhaft geschilderte politische Einigungsprozess, welche Auswirkungen hatte der aus Ihrer Perspektive auf die Art und Weise, wie Deutschland heute zusammenlebt oder auch nicht, und wie Deutschland wahrgenommen wird als kulturelle Einheit, auch als politische Einheit in Europa, aber eben auch in den transatlantischen Beziehungen. Vielleicht fangen wir mit Herrn Bindernagel an.
Darf ich gerne auch eine kurze Bemerkung auch zu der Frage von diesem Zeithorizont im Sommer 1990 und dem sowjetischen Truppenabzug? Die Geschichte endete nicht da. Das ist wirklich ein Anfang. Ich stimme auch überein. Ich stimme auch überein, dass Kohl auch das in der Hand genommen hat und das selber gemacht hat. Und wir haben, also Amerikaner haben auch mit Kohl auch gesagt, okay, wir sind auch der Meinung, dass diese 380.000 Truppen auch nach Hause gehen sollen, ja, was die Deutschen auch machen, dann bezahlen und so arbeiten, war Gorbatschow auch wirklich in Schwierigkeiten mit Geld. Aber dann ist es auch ein anderes Thema angefangen. Was heißt dann auch nicht die NATO nicht weiter nach Osten? Das ist auch eine Riesengeschichte. In diese Verhandlungen war das, solange die sowjetischen Truppen in der DDR Gebiet waren, konnte auch NATO nicht einmischen. Das geht dann auch von dem Zweiten Weltkrieg, haben wir die Amerikaner, die Alliierten haben dann auch so ein Deconfliction Arrangement. Wir haben auch sowjetische militärische Liaison im Westen. Wir haben auch amerikanische Liaison Missionen überall in der DDR. Wir fahren auch überall, um dann auch die Zuvertrauen auch haben. Da haben wir dann auch gesagt, okay, dann bleiben wir da. Das ist alles, was wir dann auch damals gemacht haben, dass wir dann auch keine NATO-Erweiterung in der DDR-Gebiet bis die sowjetische Truppen wegging. Das ist auch erweitert, als ob wir dann auch versprochen haben, nie wieder auch an anderen Länder auch in der NATO zu nehmen. Das war nicht gedacht, das war nicht die Frage, die Warschauer Pakt noch da war. Aber wir haben dann auch diese Truppen in Berlin, 1994, als 31. August, also die letzten sowjetische, russische Soldaten weggingen, haben wir dann auch eine Zeremonie an der Brandenburger Tor, wo die letzte amerikanische, französische und britische Brigade auch getrennt weg waren. Von den Sowjets. Dann kommt dann auch von West-Berlin weg auch, ja. Wir waren West-Berlin und dann kam dann, marschierten dann auch die Bundeswehr rein. Ich war auch dabei, es war faszinierend zu sehen, dann plötzlich war auch wirklich diese Frage, was auch 1990 entschieden war, auch ist vollendet. Aber die Debatten ist dann auch nur angefangen. Weil inzwischen hatten Volker Ruhr, war damals Minister, Verteidigungsminister, und hat dann auch eine Rede in London auch gehalten, dass die Polen brauchen dann auch dieselben Sicherheitsgarantie als die Deutschen. Und wir haben auch, Deutschland war umgeringelt von Freunden, was Kohl gesagt hat, umgeringelt von Freunden und Alliierten. Aber Ruhr sagte, nein, Polen braucht dann auch die Sicherheit. Das hat dann angefangen 1994, als der letzte russische Soldaten wegging, ob wir nicht neue Mitglieder in der NATO. Inzwischen ist der Warschauer Pakt nicht mehr da. Das ist so eine Erweiterung dieser Diskussion, können wir dann auch tiefer gehen. Aber was dann auch im Sommer 1990 ist nur der Anfang dieser Debatte. Es hat dann auch wirklich, ist immer noch bis heute dann auch noch ein Thema. Frage, ja. Ich habe ein anderes Thema. Also ich würde jetzt an einer anderen ja. Stelle einsteigen, obwohl ja. ich das auch spannend finde, weil ich mich an 94 erinnere, wenn es um den Abzug ging. Mhm. Und damals gab es die getrennte Verabschiedung der Westalliierten ja. und der Sowjetunion. Was ich damals jedenfalls auch sehr kritisiert habe, weil ich der Überzeugung war, auch wenn Gorbatschow jetzt nicht mehr dann Präsident war, aber dass nachdem die Einigung mit Akzeptanz der Sowjetunion passiert ist, nachdem Gorbatschow überhaupt den Weg zur deutschen Einheit freigemacht hat, mhm. konnte man, obwohl sie bis 1990 schon eine problematische Rolle waren, also ich war stolz darauf, dazu beizutragen, dass sie endlich raus sind, aber ist es mal eine Frage der Anerkennung, des Respekts. Und ich finde, den hat man den sowjetischen Truppen nicht angemessen sozusagen entgegengebracht. Ich hätte mir damals gewünscht, die Alliierten, die gemeinsam 2+4 verabschiedet haben, auch die Truppen gemeinsam zu verabschieden. Und fand das hochproblematisch, dass man es nicht gemacht hat.
Denn die Sowjets waren dann eben nicht mehr die Sowjets der 40 Jahre Kommunismus. Es waren die Truppen der Macht, die den Weg freigemacht hat für die Vereinigung. Und sie standen sozusagen unter einem anderen Stern. Und wir haben ja gesehen, wie schwierig es auch psychologisch für die Sowjetunion war oder dann eben danach für Russland, diese Probleme zu bewältigen. Und insofern geht es ja bei vielen dieser Fragen nichts nur um Strukturen, um Soldaten und um Zahlen, sondern es geht um die Frage von Respekt und Anerkennung. Und da, denke ich, liegt ein schwieriger Punkt. Jetzt wird es spannend. Ja, okay. Das stimme ich überein, aber ich gehe auf ein anderes Ereignis. Du warst auch da. Am 22. Juni haben wir symbolisch. Vor 90. Ja. Mhm. Wir haben symbolisch Ende des Kalten Krieges mit dem Checkpoint Charlie. Zeremonie. Das war aus unserer Sicht, aus Bakers Sicht, ja, ich habe das organisiert. Ja, und hat dann auch Baker gesagt, okay. Ich habe immer verstanden, es wäre deine Idee gewesen. War es deine Idee? Es war meine Idee. Also, siehst du, okay. Das sollten wir nochmal festhalten. Das ist eine andere Geschichte. Der zweite Mann wird nicht gewürdigt, deshalb sollte man es hier mal nennen. Gut, es hat geklappt. Aber das Wichtigste ist dann auch, ob dann auch die Sowjets dabei sein sollte oder könnte. Wir hatten zwar einen Tricks, das war der selbe Tag, als das Fokus 4 in Niederschönhausen waren. Und Schewardnadse wurde dann auch in Berlin sein, und das haben wir dann auch entschieden, dann okay, machen wir das am 22. Juni. Gemeinsam Verabschiedung. Natürlich, das Problem war, ich habe dann auch mit Igor Maximitschew, der war Gesandter der Sowjetbotschaft, wochenlang, wir haben das dann in Februar schon angefangen, Februar, März, und ich habe dann auch mit ihm gesprochen, Schewardnadse muss da sein. Aber intern in der Sowjetunion damals war das fast unmöglich. Ligatschew gegen Gorbatschow war für den auch so unheimlich schwierig. Aber am Ende hat dann auch Baker und Genscher auch Schewardnadse gesagt, nein, in der Öffentlichkeit, wir brauchen dann auch ein Symbol des Ende des Kalten Krieges und das ist dann auch die Aufhebung dieser Checkpoint Charlie. Amerikanische Checkpoint, aber immerhin. So ein Checkpoint. Das war der Zünder, sage ich, weil danach haben wir dann auch getrennt den Truppen. Ja, das auch, wir waren immer getrennt, aber wir haben auch gemeinsam das symbolische Ende des Kalten Krieges gemacht. Interessant war diese Story dann am 22., also dieses Ereignis, von dem du sprachst, weil das ja in West-Berlin, also am Checkpoint Charlie war. Und da war für mich, der Gastgeber dieser Gespräche in Berlin war. Ja. Eine sehr interessante Erfahrung, sozusagen im letzten Aushauchen der alliierten Rechte nochmal so richtig zu erleben, wie die Amerikaner Herr in Berlin sind. Ja. Selbst der regierende Bürgermeister war nur Gast. Das war alles klar. Das Management lag voll bei den Alliierten. Da konnte man wirklich bis in die Fingerspitzen spüren, was es heißt, nicht souverän zu sein. Und insofern war das für mich also nochmal eine ganz andere Perspektive auf dieses Ereignis, zu sagen, diese fehlende Souveränität muss endlich aufhören. Also es hat nochmal mich sehr bestätigt in der Notwendigkeit, dass Deutschland nun wirklich endlich souverän wird und in der eigenen Hauptstadt nicht in eine andere Macht kommt und sagt, spring mal du oder spring mal da. Ja. Denn so konnten es die Amerikaner machen und haben sie bis zum Schluss gemacht. Das ist auch ein sehr wichtiger Punkt, weil am Ende, das heißt am 3. Oktober, als die vier Märkte ihren Vorbehalt aufgegeben haben, ist Deutschland als Ganzes oder wie ein einiges Deutschland, ist souverän. Die Frage heute ist, wie geht als souveränisches Land um? Und da haben wir in den letzten 30 Jahren, das ist eine ganz andere Diskussion, aber es ist immer noch nicht anerkannt, dass dieses souveränische Land ein Ziel hat, es sollte dann auch ein europäisches Land sein, es muss dann auch eine führende Rolle in Europa haben, es ist so ein reluctant leader, so dass die deutsche Frage war gelöst, ja, geantwortet bei der Einheit und jetzt haben wir dann auch ein deutsches Problem,
dass diese Souveränität, was sie dann haben, ist noch nicht vollendet für Europa. Aber ich will, darf ich auf Ihre Frage nochmal antworten? Mit dem, gerne. Weil Sie sagten, der Weg jetzt nochmal zu dem geeinten Deutschland und als auch kulturell und in der Frage, wie wir uns selber verstehen. Und da muss ich sagen, also in diesem Jahr oder nicht erst jetzt, aber ich sehe, dass wir bis heute keine gemeinsame Erzählung über die deutsche Vereinigung haben. Ja, jenseits der internationalen Fragen, da ist inzwischen im Wesentlichen die meisten Sachen in der Forschung zumindest klar. Aber über den deutschen Vereinigungsprozess, also da spreche ich mal nur an die Historiker an, es gibt bis heute kein Buch, das den Verhandlungsprozess der beiden deutschen Staaten für Währungsunion und Einigungsvertrag nachzeichnet. Warum nicht? Weil ja noch nicht mal im öffentlichen Bewusstsein ist, dass es die Einheit das Ergebnis von Verhandlungen zweier demokratisch gewählter, legitimierter deutscher Regierungen war. Das öffentliche Bewusstsein tut immer noch so, genau. Dann fiel die Mauer und dann kam der Kanzler der Einheit und hat die Einheit gemacht. Diese öffentliche Rede, also dieses Jahr war es anders in den Reden, aber sehr lange und vom Bild her ist es immer noch sehr prägend, dass wir als Ostdeutsche souverän diesen Weg gegangen sind, weil wir ihn wollten. Stichwort Selbstbestimmung. Dies war unser selbstbestimmter Weg in die deutsche Einheit. Wir sind ja nicht wie ein fauler Apfel in die alte Bundesrepublik gefallen, sondern die DDR ist auch nicht untergegangen, um einfach solche Begriffe, die ja ständig benutzt werden, zu wiederholen, sondern die DDR ist zu einer Demokratie geworden, in einer friedlichen Revolution und nach dem Übergang des Runden Tisches. Und dass man nach dem 9. November noch eine Wahl in der DDR gemacht hat, haben ja viele nachträglich, können sie gar nicht mehr erklären, warum überhaupt. Es war nötig, um souverän und selbstbestimmt in die deutsche Einheit zu gehen und Verhandlungen zu führen. Wer hätte denn die führen sollen? Die SED, die wir nicht gewählt hatten, die hatte doch gar nicht das Mandat. Das heißt, es brauchte den Weg hin zur freien Wahl, gerade auch, aber nicht nur, aber eben auch, um die deutsche Einheit zu erlangen, und zwar auf dem Weg der Selbstbestimmung. Und wenn heute viele sagen, die DDR ist kolonisiert, da kann man manche Gründe dafür finden und ein paar Gründe, wie wir behandelt worden sind in den Verhandlungen, habe ich ja auch beschrieben. Da kann man auch noch mehr nennen. Aber insgesamt muss doch mal festgehalten werden, dass die deutsche Einheit das Ergebnis dieser Verhandlungen ist, dass wir in den Verhandlungen, die wir Verhandlungen geführt haben, von der eigenen Bevölkerung dafür nicht unbedingt angespornt worden sind, muss man den Ostdeutschen auch mal sagen. Viele DDR-Bürger haben die Verhandlungen selbst nicht geachtet. Wir haben die Verhandlungen für ihre Interessen geführt und wir wurden beschimpft, weil die Verhandlungen als Zeitverschwendung angesehen wurden. Man hätte es sofort machen müssen. So war eine starke Mehrheitsmeinung in der DDR, sodass wir ständig nicht nur den Druck aus Bonn hatten, sondern auch den Druck auf der Straße, den Druck derer, die sagten, macht nicht so lange fiese Patenten, wir wollen sofort. Das wollte ich einfach nochmal erinnern. Einerseits, dass ich sage, mit Selbstbewusstsein kann man strukturell sagen, die deutsche Einheit ist das Ergebnis eines selbstbestimmten Aufrechtganges der DDR-Bürger in die deutsche Einheit, weil die Mehrheit es wollte und wir haben es gemacht. Das Zweite ist, dass da natürlich manche Dinge passiert sind, die die Dominanz deutlich machten und manchmal auch den fehlenden Respekt. Beides muss benannt werden. Und ich finde, diese Differenzierung, wenn man die heute mehr rausarbeiten würde, würden wir offener und besser uns auch in die Augen gucken können und sagen, worüber wir uns freuen, aber auch die Schweinereien nicht zu vergessen. Ich würde nur ein Satz dazu, stimme ich auch überein. Das wichtigste politische Entscheidung, nicht die Verhandlungen. Verhandlungen war Verhandlungen, wie immer dann zwei Parteien. Also das wichtigste Entscheidung kam aus dem Volkskammer am 23. August, ein Entscheidungsbeitritt zu den Grundgesetzen der Bundesrepublik. Das war die wichtigste politische Entscheidung, was man auch machen konnte. Alle anderen waren auch Marktverhältnisse und Themen, was man auch zwischen den beiden Regierungen auch zu machen. Aber das
aus dieser Revolution, aus dem Fall der Berliner Mauer und aus diesen freien, fairen Wahlen ist dann auch die Frage von Einheit Deutschland, die Souveränität ist dann auch von der DDR an Westdeutschland, weil das Grundgesetz hat gesagt, sie können auch in selber entscheiden, einen Beitritt. Und sie haben selber entscheiden, wie Saarland auch in 1945 gemacht hat. Die Zeit heute Abend schreitet so schnell voran wie die Zeit zwischen dem 9. Oktober 89 und dem 3. Oktober 1990. Ich würde jetzt gerne den Raum öffnen für Fragen. Wenn Sie Fragen haben oder auch vielleicht einfach Kommentare, sozusagen die Aufforderung von Herrn Meckel aufnehmen, auch die Erzählung zu machen, dann treten Sie bitte, wie vorhin erklärt, hier an das Mikrofon und äußern sich. Meine Frage lautet zum Zeitfenster. Von dem Zeitfenster war gerade jetzt zum 30. Jahrestag viel die Rede. Wer hat denn alles an dem Fenster gestanden, es zu öffnen oder zu schließen? Oder andersrum gesagt, wenn es geschlossen geblieben wäre, ist es nicht so gewesen, dass die Menschen mit den Füßen abgestimmt hätten und die DDR wäre implodiert? Denn da war ja schon im November 1989 eine große wirtschaftliche Schwierigkeit. Das ist meine Frage. Möchten Sie da direkt drauf? Also rückblickend sieht man das immer natürlich klarer. Aber es war klar, dass man es so schnell als möglich machen sollte. Aber die Frage ist ja, was das hieß. Meine Überzeugung damals war, dass es länger braucht, als es dann letztlich gebraucht hat. Schon wenn man sich die Regierungserklärung, und es änderte sich ja fast wöchentlich, also die Horizonte ändert sich und dann musste sich auch, gerade wenn man Außenpolitik macht, auch noch die Strategie muss man anpassen. Also das war schon alles ein Ritt übers dünne Eis. Aber schon allein, wenn man sich deutlich macht, die Regierungserklärung von de Maizière am 19. April, da hat er noch davon gesprochen, ich bin nun kein Sportfan, dass er die nächsten Olympischen Spiele, die glaube ich 91 waren, dass da eine gemeinsame deutsche Mannschaft zu den Spielen fährt. Das sollte sozusagen so ein Highlight sein für eine Schnelligkeit. Rückblickend sagt man, was irgendwie absurd, wollte der bremsen? Natürlich, aber er wollte nicht bremsen. Er wollte eigentlich sagen, bis dahin schaffen wir das schon. Das kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Das heißt, am Anfang dachten wir wirklich, man braucht diese anderthalb bis zwei Jahre. Dass es dann letztlich nur ein halbes Jahr war, konnte man sich am Anfang kaum vorstellen. Und übrigens, diese Passage hat auch die westliche Presse nicht kritisiert als eine Verzögerung. Das kam erst später, also auch dieser Habitus des Besserwissens über diesen ganzen Prozess. So klar war es am Anfang nicht, dass es so schnell gehen kann. Das hatte natürlich zuallererst außenpolitische Gründe, aber ich stimme ausdrücklich zu, die Frage der Wirtschaft spielte eine zentrale Rolle, weshalb ja eben gleich am Anfang auch klar war, die Währungsunion wird sehr schnell gemacht und zum 1. Juli, und das war schon vor der Wahl ein Zieldatum für die Währungsunion, damit war, und ich glaube, das haben sich manche von uns und auch ich selber nicht so wirklich klar gemacht, dass mit der Währungsunion auch schon ein Großteil der Souveränität flöten geht. Also das war klar, das merkte man dann auch in den Gesprächen mit der Sowjetunion, die sagte, was sind denn da Kompensationen für den Handel oder auch für die mitteleuropäischen Länder, mit denen ja diesen Handel gab. Mit der Sowjetunion hat Kohl dann ja und auch Theo Weigel das noch irgendwie begriffen, dass sie da was tun müssen, es zu kompensieren, bei den mitteleuropäischen Ländern nicht. Als wir im Juni noch eine Konferenz machten, in Berlin mit denen, um zu sehen, was braucht man, um da etwas zu retten, hat Theo Weigel die Beteiligung an dieser Konferenz kurzfristig abgesagt und sogar das DDR-Wirtschaftsministerium durfte nicht kommen nach dem Befehl aus Bonn, weil man das nicht wollte. Und die sogenannten, wie hießen die Kredite, die gab es dann erst im Dezember, die man dann gab, um solchen Handel zu stützen,
Bis in diesem halben Jahr war aber schon viel den Bach runtergegangen. Also es waren ausgesprochen schwierige Prozesse. Klar war, mit der Währungsunion, dem Versprechen der Währungsunion im Februar, begann es eine Stabilisierung, oder zumindest ein Rückgang der Abwanderung, die aber natürlich dann noch insgesamt weiterging. Und wenn wir uns die Abwanderung nach 1990 angucken, muss man ja sagen, dass wir im Innerdeutschen eine handfeste Entwicklungshilfe für die süddeutsche Industrie und die boomende Industrie gemacht haben. Wir haben unsere ganzen kompetenten jungen Frauen, Männer auch, aber hauptsächlich und viele Frauen dahin geschickt, damit die Wirtschaft hochbringen. Die Frauen fehlen uns heute alle im Osten und wir haben ein riesen demografisches Problem, was man ja oft nicht mit berücksichtigt. Wer hat jetzt was gemacht? Aber das ist ein ganz anderes und neues Thema. Das stimmt, ja. Also ich erinnere mich nur ganz kurz an eine kleine Anekdote. Ich war im Wintersemester 91, 92 an der Uni in München. Das lag daran, dass mein Doktorvater Auslandsbeziehungen hatte, also vor 89 zur Uni und in München. Und ich war sehr überrascht, als ich plötzlich in der S1 nach Freising die Ansage im schönsten Sächsisch gehört habe. Also das ging ziemlich schnell los. Gibt es weitere Fragen oder Anmerkungen aus dem Publikum? Treten Sie am besten einfach vor und... Herr Mecke, ich hätte noch eine Frage zu Ihrer Einschätzung über die Diskussion über das Grundgesetz damals und eine mögliche neue demokratische Verfassung. Also wie war da die Diskussion? Wichtige Frage. 186. Ja, das ist ganz komplex, weil es verschiedene Phasen gibt zu verschiedenen Verfassungen. Wir hatten am Runden Tisch, am 7. Dezember wurde der Runde Tisch geschaffen und am Runden Tisch eine Verfassungskommission eingesetzt, um dann bei der freien Wahl für die DDR eine neue Verfassung zu etablieren. Schon da gab es Unterschiede in den Akzenten. Also ich selber bin dafür eingetreten, dass der Runde Tisch eigentlich kein Recht hat, eine Verfassung zu machen, sondern erst das Parlament. Deshalb habe ich immer gesagt, es dürfen nur Vorarbeiten sein. Andere waren der Meinung, man muss die Verfassung sozusagen fertig machen und dann dadurch, dass dieser ganze Zeitraum natürlich dann nochmal sich verkürzte, ursprünglich sollte ja im Mai die Wahl sein, dann war sie am 18. März, wurde der Entwurf nicht fertig. Er wurde dann am Runden Tisch am 12. März in der letzten Sitzung des Runden Tisches in einer Stunde kurz vorgestellt, also nur um deutlich zu machen. Und er war dann aber übrigens noch nicht fertig, wurde dann aber vor dem 12. April, ich glaube am 6. wurde er nachgereicht. Das heißt, die Kommission hat wirklich dann noch einen vollständigen Verfassungsentwurf gemacht, der aber nicht mehr am runden Tisch oder irgendwie abgegeben wurde. Es war auch dort schon dann so, dass westliche Verfassungsrechtler schon mitgearbeitet haben daran und es war durchaus ein beachtliches Werk. Dann war der 18. März. Mit dem 18. März änderten sich die Horizonte. Weil der 18. März war gewissermaßen eine Volksabstimmung nach der allgemeinen Debatte des ersten Quartals über Beitritt nach Artikel 23 oder nach Artikel 146 des Grundgesetzes ein Verhandlungsprozess, wo sich zwei Staaten annähern und dann beschließen, dass sie sich vereinigen. Ich war damals für Letzteres. Aber mit dem 18. März war es klar, die Ergebnisse, die Bevölkerung wollte den schnellen Weg zur Einheit. Und dies war verfassungsrechtlich der schnellste und der einfachste Weg, um die Einheit herzustellen. In den Verhandlungen, die wir führten, dann Koalitionsverhandlungen für die Regierung, erinnere ich mich noch, dass es dann darum ging, den Artikel 23 dann auch zu vereinbaren. Wir waren der Juniorpartner, es war klar von der Mehrheit, ist das gesetzt und zwar von der Bevölkerung gewollt. Aber ich habe ihn einverhandelt, das machen wir nicht per Handschlag, sondern das machen wir nach Verhandlungen über einen Vertrag. Das heißt, auch die Bundesregierung musste sich dann da reinfügen, dass erst ein Vertrag gemacht werden muss zur deutschen Einheit, in dem man die Bedingungen, unter denen man den Beitritt beschließt,
vorher verabredet. Als ich das erste Mal vom Artikel 23 hörte, das war so Ende Januar, davon gehört und dann in einer Diskussion am 4. Februar, war ich entsetzt, weil ich sagte, wenn wir jetzt einfach den Beitritt beschließen, wer beschließt das denn? Wer entscheidet dann über die vielen Dinge, die zu entscheiden sind, wenn so zwei unterschiedliche Gesellschaften zusammenkommen? Das war auch in unserem eigenen SPD-Vorstand heftig umstritten. Harald Ringsdorf, spätere Ministerpräsident in Mecklenburg, wollte sofort Artikel 23, auch dann hier Mompa. Und ich habe dann in einer Vorstandssitzung regelrecht nach der Vorbereitung mit Rolf Schmachtenberg, der heute bei Staatssekretär ist im Sozialministerium. Und wir haben gesagt, einmal mal zusammengetragen, was muss alles geklärt werden? Das war sozusagen wie eine Stunde der politischen Bildung, um zu sagen, das und das und das und das. Und das Ende war, und wer entscheidet darüber? Und ich habe gesagt, wenn wir jetzt den Artikel 23 beschließen, entscheidet der Bundestag, den wir nicht gewählt haben. Kann nicht sein. Wir brauchen erst einen solchen Verhandlungsprozess. Aber dann brauchen wir es auch. Insofern brauchten wir die Notwendigkeit, einen Vertrag vor dem Beitritt. Das hat dann im Endeffekt übrigens nicht geklappt. Nach dem Ausstieg und dem Zerbrechen der Koalition am 20. August, da war der Einigungsvertrag noch nicht fertig. Der wurde erst am 31. August unterschrieben. Und am 22. August gab es eine Sondersitzung der Volkskammer, bei der eigentlich was anderes verhandelt werden sollte. Und dann gab es eine Tischvorlage der CDU in der Volkskammer über einen Beitritt. Und dann wurde die halbe Nacht darüber diskutiert, ob man das macht und mit welchem Datum man das macht. Das war dann die heftige Debatte. Ich muss gestehen, ich war in diesem Abend entsetzt. Ich war zurückgetreten als Minister, wir hatten keine Koalition mehr. Ich war entsetzt, weil für mich ein Beitrittsbeschluss ohne Vertrag eigentlich nicht akzeptabel war. Und man mag es mir vorwerfen, es gibt auch Leute, die es mir vorwerfen. Ich habe dann kurz nach Mitternacht die Volkskammer verlassen, weil ich nicht abstimmen wollte. Hätte ich Ja gesagt, hätte ich den Beitritt beschlossen ohne Vertrag. Ich habe die ganze Zeit dafür gekämpft, dass wir einen Beitritt zwar machen, das war die Mehrheit, die das wollte, aber wir hatten gesagt, wir wollen sie auf vertraglicher Grundlage. Der war aber nicht abgeschlossen. Und indem man den Beitritt beschließt, schon mit Datum, ohne den Vertrag zu haben, gibt man alle Machtmöglichkeiten für alle Verhandlungen aus der Hand. Also das ging für mich nicht. Nein zu sagen ging aber auch nicht, denn ich wollte die Einheit. Also den Einigungsvertrag, der die Voraussetzung für die Einheit war, nein zu sagen, ging nicht. Enthalten wäre absurd, ja oder nicht, Fisch noch Fleisch geht auch nicht. Ich habe das verlassen und in tiefstem Ärger und Wut mir das im Fernsehen angeguckt. Ich sah keinen Ausweg, nur um einfach so zu beschreiben, in welcher Konstellation wir damals in dieser Frage waren. Sie möchten da einhaken? Nur ein Fußnote dazu. Erst stimme ich auch überein, was Herr Merkel gesagt hat. Das ist auch klar, dass wenn auch eine richtige Zusammenarbeit kommt, dann muss man auch einen Vertrag haben. Aber was passiert ist, in dieser Wahl am 18. März hat man eine Partei hat dann auch gekämpft, als sein Wahlkampf war auch, kein Anschluss unter diese Nummer, Artikel 23, das war Bündnis 90, das war Gauck. Die haben auch 1 oder 2% bekommen und die CDU hat gewonnen. Das heißt, das war schon entschieden in dieser Debatte, auch am 18. März. Und die kämpften dann auch gegen die Wellen. Das ist auch schon eine sehr schnelle und sehr starke Welle für Beitritt. Es gab, glaube ich, noch eine weitere Meldung. Ja, zwei kurze Dinge. Einmal, Herr Bindernagel, ich bin ein bisschen gestolpert über Ihre Eingangsbemerkung zu Rudi Dutschke als Terrorist. Ich weiß nicht, ob das dieser christliche Sozialist und verhinderte Sportreporter aus Luckenwalde
verdient hat, so charakterisiert zu werden. Er mag ein verbohrter Ideologe gewesen sein, aber das nur nebenbei. Meine eigentliche Frage geht an Herrn Meckel, und zwar an die Frage einer Option, Friedensvertrag oder 2+4 Vertrag. Welche Rolle hat Ihrer Erinnerung nach dabei die Frage der ungeklärten Reparationen gespielt, die ja für einen Friedensvertrag in den frühen 50er Jahren gewissermaßen vertagt worden sind und dann durch diese 2+4 Konstruktion ausgehebelt wurden, mit Folgen bis heute, wenn man an Griechenland oder andere Forderungen denkt? Wenn ich kurz zu den Themen von Rudi Dutschke, er konnte das auch etwas erklären. In den 70er Jahren, die amerikanische Beziehung zu Westdeutschland war sehr beeinflusst mit RAF. Amerikaner waren auch getötet, 18 Amerikaner. Wir haben auch nicht nur den Industriellen aus Westdeutschland, das war Baader-Meinhof, und da haben wir dann auch oft gesehen. Rudi Dutschke kam aus der Dissidentenseite, aber er wohnte damals in Bremen. Er kommt dann auch nur zu den Grünen Partei, den Fest an der Bürgerschaft. Aber aus unserer Sicht, wir haben auch gesehen, dass Deutschland West war wirklich in eine schwierige Zeit, ob die Demokratie auch diese terroristische Bewegung auch dann. Das meinte ich auch bei Rudi Dutschke da. Deswegen bin ich auch eingeholt im State Department für deutsche Innenpolitik. Und das war das Geschichte. Ja, so. Ja, 2+4. Also der Entstehungsprozess hängt zusammen mit dem Treffen der alliierten Botschafter in Berlin am 7. Dezember 1989. Da trafen sie sich im alliierten Kontrollgebäude ohne die Deutschen. Und das hat die Bundesregierung, und insbesondere Hans-Dietrich Genscher, fürchterlich aufgeregt und man hat gesagt, so nicht. Dass die Alliierten jetzt über Deutschland und über Deutschland hinweg verhandeln. Und daraus entwickelte sich ein längerer Prozess, der länger würde zu beschreiben, jedenfalls bis Mitte Februar hatte man sich dann geeinigt auf diese Sechserrunde, die am Anfang dann 4+2 hieß bei den meisten Alliierten, und Genscher sich dann durchsetzte, dass es im Endeffekt 2+4 hieß, weil es um das Selbstbestimmungsrecht der Deutschen geht und die Alliierten dem zustimmen. Das war sozusagen die Logik, aus der das kam. Es spielte natürlich eine Rolle, die Frage der Reparation, aber natürlich auch die Zeit. Und ich muss gestehen, mir hat Genscher das Ganze erklärt bei meinem ersten Besuch, unmittelbar nach Ostern, ein Privatbesuch bei ihm zu Hause, nachdem ich Minister geworden war. Da haben wir ein längeres Gespräch, wo er mir das auch erklärte. Und ich war voll damit einverstanden, weil auch ich der Meinung war, dass nach 40 Jahren Demokratieerfahrung im Westen man eine gestandene Demokratie nicht so behandeln kann, als hätte sie gerade den Krieg verloren. Und für uns selbst nahm ich in Anspruch, dass wir gerade eine friedliche Revolution gegen eine Diktatur auf Freiheit erkämpft haben und dass man auch diesen Teil Deutschlands nicht so behandeln kann, als hätte er gerade Krieg geführt. Also diese 40 Jahre spielen dann schon eine Rolle, wenn man über diese Fragen redet. Dazu kam der Zeitfaktor. Mit mehr als 50 Staaten Verhandlungen zu führen, die alle zustimmen müssen im Endeffekt, damit es gehen kann. Da würden wir heute noch verhandeln. Und dann natürlich mit einer Bundesrepublik, die schon damals außenpolitische Fragen oft mit dem Geldbeutel gelöst hat. Das war ja schon in den 80er Jahren so. Das heißt, der Habitus, dass Deutschland sich nicht nur gegenüber der Sowjetunion, sondern überhaupt die Zustimmung dann erkauft, indem man Reparation nennt, dieser Habitus war absehbar. Und dass man dies vermeiden wollte, habe ich damals auch für richtig gehalten, sowohl aus Zeitgründen als auch aus den Gründen, die ich eben nannte. Einerseits eine gestandene Demokratie, die zumal begonnen hatte, würde ich heute sagen,
sich intensiv mit dem Nationalsozialismus auseinanderzusetzen, mit seiner eigenen schuldhaften Vergangenheit. Und bei uns galt das sowieso, war ich damals der Meinung. Und von daher war das der Hintergrund. Meine Kritik, wenn es jetzt um gegenwärtige Fragen geht, geht dann eher in die Richtung, dass ich sage, man hätte nach 1990 sich solchen Themen sehr viel stärker zuwenden müssen. Und die Argumentation, die einerseits damals sagt, es ist kein Friedensvertrag, aber heute argumentiert man, dass 2+4 als endgültige Regelung, abschließende Regelung, so ist ja die genaue Formulierung, zu dem allen faktisch alle friedensvertraglichen Regelungen dann, also beendet, Forderungen beendet, ist dann zwar möglicherweise völkerrechtlich in Ordnung, ob es moralisch in Ordnung ist, ist die Frage. Also etwa bei Griechenland bin ich der Meinung oder auch bei anderen Opfern, auch in Westeuropa, dass es von zentraler Bedeutung wäre, zumindest einen Hilfsfonds zu machen und den Opfern, die noch leben, etwas zu geben. Ich denke, das sind wir ihnen schuldig, das können wir uns auch leisten. Wenn ich überlege, was wir für Bankenrettungen und für andere Fragen ausgeben, dann können wir das nun auch noch tun. Und ein letztes in diesem Kontext, ich bin ausgesprochen froh, dass der Bundestag am letzten Freitag endlich eine Resolution verabschiedet hat, in dem man sagt, wir wollen in Berlin ein Dokumentationszentrum schaffen, in dem wir eben auch jenseits des Holocaust die Opfer des Vernichtungskrieges im Osten Europas, aber eben nicht nur die, sondern auch im Westen, um auch den Unterschied zu sehen, über die Besatzung und Vernichtungskrieg ein Dokumentationszentrum machen, um auch dieses schwierigen Teils unserer Geschichte zu gedenken. Wenn das ein bisschen mehr Materialita noch geschehen wäre, wäre das gut gewesen. Helmut Kohl hat übrigens auch in Bezug auf die Zwangsarbeiter ja das versucht, immer beiseite zu wischen. Und hier haben wir jemanden sitzen, der gleich noch was dazu sagen muss, der eine ganz zentrale Rolle mitgespielt hat, dann am Anfang der Regierung Schröder, um diese sogenannte Zwangsarbeiterstiftung, die ja dann auch von der Industrie mitfinanziert worden ist, auf den Weg zu bringen. Und das war ausgesprochen wichtig und toll. Chapeau, JD, ihr habt das toll gemacht. Danke. Ich wollte dann auch auf die Frage von den vier Alliierten, die im Dezember auch getroffen haben. Um das zu verstehen, Markus hat es richtig gesagt, das ist auch 40 Jahre nach dem Krieg, soll er dann nicht in Frage stellen. Aber der Mann, der das vorgeschlagen hat, war Botschafter Walters. Walters war ein General im amerikanischen Militär. Er war der Dolmetscher von Eisenhower, als er dann auch in Frankfurt 1945 gekommen ist. Er kam aus dieser Zeit. Er hat dann auch diesen Vorschlag aus seine eigenen Ideen auch gemacht. Und als Genscher das gesehen hat, hat er auch sofort Baker angerufen und sagte, das geht nicht. Natürlich für die amerikanische Regierung war das nie eine Frage. Das ist auch sofort abgesagt, in der Richtung 2+4 zu gehen und getrennt von den Deutschen selber. Die zwei deutschen Staaten sollten dann auch selber machen, was sie dann auch gemacht haben. Und die Alliierten, diese vier, hatten dann auch den Recht und auf Berlin und die zwei Teile Westen und Ostdeutschland auch zu entscheiden. Nichts anderes als die Souveränität für Deutschland als Ganzes und außenpolitische Themen. Innenpolitische Themen waren alle für den beiden deutschen Städten. Und General Walters ist dann im Sommer dann von Mr. Kimmett ersetzt. So, so okay. Also ich muss als Moderatorin auch immer ein bisschen auf die Uhr schauen. Wir haben schon ein wenig überzogen. Es sind jetzt gerade Dinge angesprochen worden, über die würde ich gerne als Amerikanistin natürlich noch ein bisschen weiterreden. Aber ich fürchte, wir haben dafür die Zeit nicht mehr. Vielleicht muss es noch mal eine gesonderte Veranstaltung geben zu deutsch-amerikanischen Beziehungen vor dem Hintergrund der Geschichte der deutschen Vereinigung. Das wäre vielleicht nicht ganz unspannend, aber ich darf vielleicht Sie beide bitten, sozusagen mit Blick auf die Gegenwart, auf den derzeitigen Moment, ganz kurz etwas zu sagen, abschließend zu Ihrer Perspektive, Herr Meckel, Sie haben das vorhin schon kurz angedeutet, Sie sind hoffnungsfroh auf Amerika. Aber ganz kurz etwas zu sagen aus Ihrer Sicht, wie Sie den derzeitigen
Status, die derzeitige Atmosphäre der deutsch-amerikanischen Beziehungen einschließen, macht Ihnen das eher Sorge, dass es da eine gewisse Unterkühlung gibt, oder sehen Sie auch Anzeichen dafür, dass die transatlantischen Beziehungen vielleicht nicht zu den gleichen Höhen wie in der Vergangenheit zurückkehren kann, aber doch zu neuen Höhen? Also ich möchte mal noch anders anfangen. Ich komme dann dazu, weil ich denke, dass es sich lohnen würde, in jedem Schulbuch, dass man dort die Rede Gorbatschows am 7. Dezember 88 lesen kann, die er vor der UNO gehalten hat. Solche Töne aus Moskau an die Weltgemeinschaft gerichtet, in der er sagte, wir bekennen uns zum internationalen Recht, wir bekennen uns zu den Menschenrechten, wir sind bereit, 500.000 Soldaten aus Mitteleuropa abzuziehen, und in der er erklärte, dass die, ja, ich würde sagen Satellitenmächte, ich weiß nicht mehr, wie er es genau formuliert hat, aber dass die eben auch außerhalb sowjetischen Staaten im Ostblock das Recht der Wahl des sozialen Systems haben, was im Grunde hieß, sie haben die offene Wahl, ihre Gesellschaftsstrukturen zu verändern. Diese Rede würde ich gerne heute Herrn Trump, Herrn Putin, Herrn Erdogan, Herrn Lukaschenka geben und sagen, da kann man Orientierung finden. Und insofern finde ich es zentral, daran nochmal zu erinnern, dass der Kalte Krieg so zu Ende gegangen ist, hat wesentlich mit diesem Mann zu tun, der dann natürlich später auch gescheitert ist, aber von dem ich der Überzeugung bin, dass auch Russland vielleicht in 50 Jahren, vielleicht auch erst in 100 Jahren, ihn wieder achten wird, was heute ja überhaupt nicht der Fall ist. Aber von da aus den Bogen gezogen, jetzt nicht nur zum Abschluss von 2+4, sondern zur Charta von Paris, die wir heute noch nicht erwähnt haben, die im Grunde all das versuchte zu thematisieren. Ost und West reichen sich die Hand, man sieht sich nicht mehr als Feinde, man setzt diese Werte als gemeinsame Grundlage einer zukünftigen Entwicklung. Das war damals ja ein riesen Hoffnungszeichen. Dann ist manches nicht so laut gelaufen strukturell, und schon gar nicht, wenn ich an den Balkan denke und vieles andere. Aber von der Wertgrundlage war es lange Zeit die Basis, dass man sagt, darauf müssen wir internationale Beziehungen bauen. Und deshalb finde ich es katastrophal, was Putin dann mit der Annexion der Krim gemacht hat und dem verdeckten Krieg in der Ostukraine. Wenn ich sehe, wie Erdogan sich ganz aktuell verhält, wenn es um Zypern geht und plötzlich um Bodenschätze, die er da holen will, aus Gewässern, die ihm nicht gehören. Und wenn ich einen Herrn Trump sehe, der internationales Recht und auch Recht im eigenen Lande glaubt, selber bestimmen zu können, muss ich sagen, ist das ein Desaster für diese Werte, für die wir damals aufgestanden sind und gekämpft haben in ganz Mitteleuropa und nicht nur das, sondern auch wirklich gemeinsam gestanden haben. Und deshalb ende ich dieses Buch mit einer Formulierung, die an Karl Marx erinnert. Sie sagt, Demokraten aller Länder, vereinigt euch. Ich schließe mich an, was dann auch Markus gesagt hat, und geht es weiter. Ich werde das ergänzen. Man sollte dann auch gesehen, auch China wird dann auch eine Macht. Dann sieht man auch in den Nahen Osten, in Nordafrika, sieht man auch in Bolsonaro. Wir sind aus meiner Sicht, wir segeln jetzt in eine systemische Fluidität und wir brauchen so einen Navigator. Wie diese Stabilität, das wir dann auch hatten, für 30 Jahre lang, es war wirklich in Deutschland gesehen ein Konsens, es war das Banalität der Guten, der ist vorbei. Wir brauchen dann auch als transatlantische Partner. Wir brauchen eine starke Europa. Eine Europa auf den Werte, was wir haben, auch den Rechtswesen, den Menschenrechte, den Unantastbarkeit der Menschenwürde, Demokratie. Das ist dann auch hier, was wir dann heute Abend gesprochen haben, sehr stark. Und es ist auch
so ein, würde ich auch sagen, eine Pflicht, dass Deutschland auch mehr, nicht nur mehr Verantwortung, aber mehr führende Rolle in Europa, für die Einheit Europa und auf dieser Basis eine Möglichkeit auch für eine stärkere transatlantische Beziehungen nach Trump. Trump hat dann auch viel in Amerika auch geschadet und es wird dann auch mindestens eine Dekade auch für die Amerikaner auch wieder herzustellen. Und diese Zeit ist sehr gefährlich. Und wir, ich sage denn jetzt als Amerikaner, wir erwarten, dass Europa dann auch stärker ist, nicht auf den souveränische Autonomie, wie Macron sagt, also unabhängige Souveränität, sondern auch gemeinsam auf diese strategische Zusammenarbeit, was wir danach haben. Wir sehen jetzt eine Großmächtepolitik gegenüber Multilateralismus und sagen, wie können wir das lösen? Das kann man nur von einer größeren führenden Rolle von Deutschland in Europa, ohne zu dominieren. Wir kennen alle diese Geschichte, was wir dann auch gesprochen haben. Wir wissen dann auch das strategische Kulturdefizit. Wir wissen dann auch den Entscheidungsprozess, auch mit Ressortprinzip und Koalition, Regierung auch kompliziert. Aber das Wichtigste ist, was wir dann heute Abend gesprochen haben, die Zivilgesellschaft ist natürlich auch bis jetzt eben machtablehnend, aber die Zeit ist reif, dann auch das neu zu sehen und was sie dann auch in den letzten 30 Jahren, besonders was Herr Merkel auch gemacht hat in 1989, seine Basis für eine stärkere transatlantische Beziehung und unsere letzte Hoffnung. Dankeschön. Dankeschön für die beiden Schlussworte, die leider schon Schlussworte sein müssen. Danke Ihnen, die Sie Fragen gestellt haben, die Sie so aufmerksam zugehört haben. Ich hoffe, Sie können aus diesem Abend auch einige Anregungen mit nach Hause nehmen. Jetzt weiß ich nicht genau, ich habe vorhin so einen Büchertisch gesehen, der ist noch offen und ich vermute, falls es den Wunsch gibt, dass Sie auch Ihre Bücher gern signieren würden. Na klar. Ja? Folgen Sie einfach der Frau Koch vom Zeitgeschichtlichen Forum, die steht dort an der Tür, die zeigt Ihnen, wo der Büchertisch ist, falls Sie noch Bücher kaufen möchten auf dem Heimweg. Vielen Dank an Sie beide für ein sehr interessantes Gespräch und wir hoffen, dass wir alle weiter gedanklich oder direkt im Gespräch bleiben. Dankeschön. Bleiben Sie gesund. Danke, Marc. Danke sehr. Thank you.